Herr Kollege Binding, ich glaube, da ist einiges durcheinander geraten. Vielleicht hätten Sie doch den 2-Meter-Zollstock mitbringen müssen, weil Sie haben ja nun jedes Maß verloren an der Fehldarstellung, an Möglichkeiten einer Fehldarstellung, einer gigantischen Fehldarstellung, die Sie jetzt hier genutzt haben. Die Schulden Deutschlands 1919, die Kriegsschulden, die weginflationiert wurden, das war das Ende der Reichsmark und da kam die Rentenmark. Ja, das hat zu dem gigantischen Vermögensverlust geführt, zu einer gigantischen Vermögensvernichtung, die die Deutschen aus der eigenen Tasche gezahlt haben. Und das, was Sie wohl gemeint haben, die Sache mit dem Yang-Plan 1929, wo die letzte Rate ziemlich im Oktober 2010 zurückgezahlt worden ist, der mit einer Volksabstimmung auch noch genehmigt worden ist, das ist eine ganz andere Art von Geschäft gewesen aufgrund des Dollarkredites, der sich noch an den alten Austauschverhältnissen orientierte. Sie bezeichnen uns als Feinde Europas. Sie sind der Feind Europas, wenn Sie das Europa auf immer dünnere Beine stellen, immer mehr mit der Logik des betrügerischen Haustürgeschäfts, Sachen versprechen, die nicht eingehalten werden können, ein X für ein U vormachen, alte Schulden mit neuen Schulden bezahlen, diese alte Schule, da muss man auch nicht nach Europa gehen, ganz Südamerika hat so gewirtschaftet, mit 1000 Pleiten, Staatspleiten und Währungsschnitten etc. Kommen Sie zurück zum ehrlichen Wirtschaften, da Sie es und Ihre Partei nicht können, sondern nur mit dem Geld anderer Leute und prolongierten Krediten arbeiten. Lassen Sie die Leute ran, die was davon verstehen und schlagen Sie eine Bresche für die Vernunft, für die Rückkehr zur Realwirtschaft, für das ehrliche Wirtschaften. Lassen Sie uns ehrliche Makler für Europa, für uns selbst und die ganze Welt werden und nicht dieses betrügerische Haustürgeschäft fortsetzen. Danke. Herr Kollege Binding, wollen Sie antworten? Ja, es muss Ihnen wohl sehr wehgetan haben, dass ich gesagt habe, Deutschland war aufs Ausland angewiesen und darauf, dass Sie uns Zeit geben. Übrigens gab es noch einen weiteren Effekt ganz ähnlicher Art, wenn Sie an die Währungsreform 1948 denken. Auch da gab es einen Ausgleichsposten, für den uns die anderen Länder Zeit gegeben haben. Also sind wir großzügig mit denen, die schwach sind, die Sie jetzt schwach nennen. Und deshalb habe ich überhaupt kein Problem mit dem System, was wir beschreiben. Ich weiß nur, dass Deutschland schon so oft auf andere angewiesen war, dass es sich lohnt, gut Freund zu sein mit vielen.